So, damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Alien Isolation. Ah, genau. Und wir stehen genau hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich glaube, ich muss mich auch beeilen. Oh ja. Oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall drücken wir jetzt mal den Knopf, denn... Oder habe ich den letztes Mal schon gedrückt? Den habe ich schon... Nee, habe ich noch nicht gedrückt. Oh, hier muss ich sogar noch hacken. Ja, wir stehen ja so ein bisschen unter Zeitdruck hier. Wer den letzten Part gesehen hat, der weiß ja Bescheid, dass wir eine ganz... Oh nein, oh nein, oh nein, sie sind da, ne? Okay, 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 okay. Bin ich jetzt fertig? Linker Serverspeicher aktiviert. Okay. Ich renne jetzt erstmal los, ohne mich großartig umzugucken. Und gucke schnell auf die Karte. Nee, auf die Karte wollte ich gucken. Moment, hier. So. Ah, Gott sei Dank, die richtige Richtung. Was muss ich denn machen? Durchsuchen Sie die rechte Konsole des Serverspeichers. Oh, da müssen wir natürlich... Ich habe ja die Gasmaske. Ich kann quasi auch hier dann lang, ne? Da müssen wir eh nochmal lang. Da bin ich ja noch gar nicht lang gelaufen. Na gut, dann gehen wir erstmal zur rechten Hemisphäre. Und ich werde zusehen, dass ich mal ein bisschen schneller laufe, damit ich hier ein bisschen Vorsprung habe. Und zwar hier drüben. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Ah, okay, habe ich. Erhalten Sie, habe ich, oder? Habe ich geschafft. Aha. Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Wie komme ich denn da in die Mitte? Meint ihr, der Schacht ist da offen? Alles klar. Oh, der sieht aber gut aus hier. Aha, hier gibt es sogar noch mal eine Bedienkonsole, zumindest ein Monitor. Was war hier jetzt? Was kann ich hier nicht machen? Irgendwas kann ich hier nicht machen, ne? Aber ich weiß nicht was. Geringe Energie. Ah, siehst du? Aha, okay. Wir eilen weiter. Ich hoffe, meine Stimme passt heute. Ich habe es wieder mal ein bisschen angepasst, weil ich das letzte Mal so ein bisschen gehallt habe. Und das wollte ich jetzt unterbinden. Oh Gott, und ich habe gar keine Taschenlampe, stelle ich gerade fest. Huh, wo sind wir denn hier jetzt? Oh, das ist der Kern. Das ist der Kern, Leute. Komm, wir gehen jetzt mal andersrum. Weil wir es können. Einfach nur, damit wir mal den Kern von hinten gesehen haben, oder? Wahnsinn. Okay, ich könnte hier sogar nochmal speichern und die Tür ist eh zu. Ja, dann speichern wir mal. Gucken wir mal jetzt, was der Apollo uns zu sagen hat, beziehungsweise... was wir Apollo fragen wollen. So, hier kommen wir nicht durch, das ist mir klar. Ach, da haben wir die Gasmaske gefunden. Jetzt können wir mal hier durchgucken, ob es hier irgendwas gibt. Ah, da liegt irgendwas zum Einsammeln. Na ja, gut, dann drücken wir mal schnell den Knopf. Hier sind ganz viele dicke Kabel. Muss ich da was machen? Nee. Hä? Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Ah, da sind wieder viele Ausrufezeichen. Ja, aber ich brauche ja nochmal Energie, oder? Also das Terminal da geht ja nicht. Ah, muss ich hier irgendwas machen? Nee. Hallo, was ist denn zu tun? Geringe Energie. Oh, jetzt liegt da auch noch was. Ich bin schon wieder verwirrt. Wir gehen jetzt mal schnell hier raus und rüber in den anderen Raum.
Hä, jetzt bin ich ja. Ich wollte doch da lang. Dass der uns sieht. Oh, lol. Wo kommst du jetzt her? Alter. Lol. Alter, hau ab. Hau ab. Lass mich. Bitte, bitte, bitte. Hau ab. Alter, die stehen alle hier. So. Hier liegt was. Nehme ich mit. Mich umzingeln, die mich jetzt nicht. Okay. So, jetzt war wieder hier, ne? Jetzt können wir wieder. Oh! Oh Gott. Oh Gott, wir sind vorbeigekommen. Das war ja krass. Scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Hier. Gehen wir da nochmal in den Raum? Nee, nee, machen wir nicht. Wir gehen jetzt direkt wieder hier rein. Das ist mir jetzt zu heiß. So, wo kriegen wir jetzt Energie her? Das ist halt jetzt wichtig. Ich brauche die Energie, damit wir die Konsolen hier bedienen können. Was ich jetzt nicht kapiere, warum sind denn hier zwei? So. Aha. So, wie war das? Unten 7384. Wie kann ich das nochmal machen? 81, 84, 73. So. So, dann hier nochmal das gleiche Spielchen, ne? Zack. Oh. Na, wo ist der letzte? Schneller, schneller. Sollte mir das Leben leichter machen. Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Ich vermute mal. Ah ja. Warum ist denn das schon so Androidenblut verspritzt? Oder täuscht das nur? Da ist es. So, pass auf. Da nehmen wir hier das. Ne? Und dann machen wir das. Und vielleicht das. Und das. Oh, Mist. Eins zu weit rechts gewesen, ne? Ach, scheiße. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier alle meine Versuche aufbrauche? Weiß man gar nicht, ne? Oh, oh. Ist Apollo jetzt sauer? Stand's wieder, Gefahr ist nah. Ach, guck, Licht. Ah. Apollo, wir kommen! Geil, wie im Film.
Tage, nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Organismus schützen. Alter, sind die bekloppt oder was? Hundesöhne. Es ist nicht auf der verdammten Station. In Englisch hat sie bestimmt Son of a Bitch gesagt. Was? Scheiße. Okay, also die Story hat ein viel... Hab ich gerade was gehört? Nee. Aber die Story ist doch viel größer, als ich dachte. Weyland Yutani hat also diese Seeksin-Station hier gekauft. Wahrscheinlich wussten sie ja schon... Ja, nee, wenn man mal den ersten Teil mit in Betracht zieht, dann wusste ja Weyland Yutani, dass hier in der Nähe irgendwo der Xenomorph zu finden ist. Ne? Und wenn diese Station halt in der Nähe war... liegt es ja nahe, dass sie die kaufen, um da leichter an diesen Xenomorph zu kommen, ne? Und ich und Samuel, wir sind jetzt quasi die Dummen gewesen, die für Weyland losgezogen sind, um das Vieh ausfindig zu machen. Andererseits mussten wir das gar nicht ausfindig machen, ne? Es war ja schon... Nee, es war echt nicht klar, dass der Sevastopol ein Xenomorph ist, ne? Das haben wir ja jetzt erst rausgefunden. Ach, alles ist ganz komisch. Übrigens habe ich letztens mal in meine Videos geguckt von Alien vs. Predator 2010. Da ist mir aufgefallen, da gibt es auch Marlow. Muss ich jetzt da runter oder was? Weyland Yutani. Wir bauen bessere Welten. Geil, ja Mann. Weyland Yutani. Ich will nochmal speichern. So. Wird es immer mehr wie die Filme, finde ich. Also ich finde es jetzt gut. Ich war so ein bisschen blöd, ne? Erst so Sevastopol und Seekson, ja, so eine Schwesterfirma, ne? Ist halt alles so eine Parallelstory, alles ausgedacht, ne? Aber dass jetzt dann Weyland Yutani doch so stark hier einsteigt und dass es wirklich ein Thema ist, dass die besseren Androiden haben und Konkurrenzfirmen sind, so ähnlich wie Black Mesa und Aperture Science, das gefällt mir jetzt alles doch sehr. Also das Spiel ist... geil, ist einfach saugeil. Tut mir leid, wenn ich gerade so ein bisschen planlos daher rede. Ist ein bisschen spät heute. Ich muss mal ein bisschen später aufnehmen. Sonst käme morgen kein Video. So Batterien wären doch mal so klasse, ey. Warum lasst ihr mir denn hier keine Batterien liegen? Apollo Primaris Interaktionslog. 11.11.2137, Klasse menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachricht an Vertreter von Weyland Yutani erhalten und überwacht. Klasse Kolonialmarschall, Schadensbericht, vorübergehende Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. 17.11.2137, Klasse externe Interaktion. Kaufauftrag erhalten. Operationsregelwerk von Weyland Yutani erhalten, verifiziert und installiert. 23.11.2137, Kolonial Marshall Schadensbericht. Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation verlängert. Keine weiteren Informationen verfügbar. Stationsscans unter Weyland Yutani Richtlinie eingeleitet. Vorübergehende Notfallmaßnahmen eingeleitet. So, da ist wahrscheinlich hier, da sind doch Marlows Menschen bestimmt gekommen, ne? In der gleichen Zeit wurde das Ding gekauft und verifiziert. Kolonial Marshall. So, dann gibt es ja hier San Cristobal Krankenstation verlängert, Notfallmaßnahmen. Da geht es wahrscheinlich immer noch um den Xenomorph und Weyland Yutani scannt also, okay. Unbestätigte Scans im Reaktorsystem, Sonderauftrag 939 eingeleitet, höchste Priorität. Organismus schützen und Stationsquarantäne aufrechterhalten. Kommunikation unterbinden. So, da geht's los. Xenomorph wurde also gefunden.
muss wohl noch bestätigt werden. Unbestätigte Scans im Reaktionssystem. So, dann kommt dieser Sonderauftrag und dann höchste Priorität, Organismus schützen. Die Schweine. Klasse, Sevastopol Ankunftslog. Neuer Einwohner, die von Synthetenpersonal im Apollo-System eingetragen werden. Ripley Amanda, zweites Stockwerk, Weyland Yutani. Ob das jetzt tatsächlich die Stelle ist, wo uns der erste Synthet quasi registriert hat? Taylor Nina, viertes Stockwerk, Weyland Yutani. Samuel Christopher, drittes Stockwerk, Weyland Yutani, ersetzbar. Ihr Wichser, ihr verdammten Wichser. Ja, also wir sind also das... Ja, Ankunftslog. Also sind wir jetzt das Bergungsteam, ohne es zu wissen, oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Gefahreneindämmungsalarm. Mögliche Gefahr für den Organismus in Gefahrenlabor vom Projekt KG348. Gefahreneindämmungsalarm erhöhen, oder? Ja, oder wir sind einfach nur die dummen Scouts, ne? Schick mal die Ripley, schick sie mal da zur Station und entweder meldet sie sich und sagt, ah, hier ist ein Xenomorph, oder sie stirbt, dann wissen wir auch, da ist ein Xenomorph, ne? Irgendwie so. Spedding Ransom hier. Nach dem Weyland-Yutani-Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Aufkauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören... Fragezeichen. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich anders überlegen. So, das war's dann auch hier. Das ist mein letztes Flair. Das kann ich jetzt leider nicht anmachen. Jungs und Mädchen, ne? Oder Mädchen und Jungs, machen wir so rum, ne? Boah, dann haben wir echt keine Lichtquelle mehr. Das wird langsam eng. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt ganz oben, oder was? Beratung habe ich freigeschalten. Aha. Warum auch immer. Weiß man jetzt nicht so genau, ne? Das kann man jetzt... nicht so genau erklären, ne? Aber gut. Oh, oh. What the fuck? Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokollen. Wie bitte? Season hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Untersuchen Sie den zentralen Reaktor, alles klar. Oh Mann, gib mir Licht, ey. Das ist ja voll ätzend jetzt. Jetzt hier in der Raffinerie. Das hat sich so... Okay, hier ist wieder so ein komisches Ding. Warnsystem einschalten. Ich mach das aber mal. Erinnert so krass gerade an den ersten Teil mit diesen Kettengeklimper. So, Power Level 3, komm schon, zack. Flammenwerferöl, okay. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt. Also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen.
Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Ja, nur leider wissen wir, dass Waits da jetzt auch nicht mehr so viel unternehmen konnte, ne? Warum gibt es denn jetzt immer so viele Speicherstellen hier? Ist ja voll der Wahnsinn. So. Hier scheint es echt heiß zu sein hier unten. Alles flimmert und ständig läuft mir der Schweiß über die Schläfen. Und ich will Batterien. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Ja, Apollo, ich bin aber schon da. Und ich habe jetzt nicht vor, umzudrehen. Hat er mich gesehen? Ich glaube, das ist eine Sackgasse hier, ne? Maschinenbereich, da muss ich hin, ne? Reaktorkühlanlage. Oh, Scheiße, hat er mich? Dies ist ein Sicherheitsverstoß. Ach komm, blöder Sack. Vor allem, das ist doch normaler. Warum habe ich mich denn nicht angelegt mit dem? Komm, ich mach das Schiff fertig, ey. Ach komm, hat er mich mitten in der Heilung rausgerissen. Du bist ja ein Drecksack, ey. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Der ist ja normal. Warum habe ich denn dann nicht einmal... Komm, den schalten wir aus, oder? So, gedrückt haben wir ja alles, ne? Wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Das ist korrekt. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Oder wir gehen da mal unbemerkt hin. Mal gucken. Aber wahrscheinlich sieht er mich, wenn ich jetzt hier rauskomme, oder? Oh, der... Oh, das... Muss ich dich jetzt echt pieksen, oder was? Ey, pieks! Oh! Oh! Lol.
Lol, Achso, nee, ich hab doch einen. Oder, ach, ich hab's nicht nachgeladen, ne? Ach, aber diese scheiß Luftschläge, ey, das ist doch scheiße. Ach, das war wieder richtig schlecht jetzt, Mann. Warte mal, muss ich das... Aber das ist doch nachgeladen. Ja, das ist nachgeladen. Okay, komm mal her jetzt hier. Also, so geht's jetzt nicht weiter. Jetzt bin ich sauer auf dich. Die Kamera muss ich mir jetzt nicht unbedingt sehen, ne? So, du willst Ärger, ja? Du willst Ärger, ja? Ja? So, warum denn nicht gleich so? Ja, muss ich immer wie so ein Baby erst hier rumheulen und sterben und... Ach, war wieder super längst da, ganz super. Wenn ich hier nicht gleich meine Taschenlampe kriege. Wollte der hier noch was aufsammeln? Nee. Ich glaube, hier haben wir keinen Empfang. Alles liegt hier rum, außer Batterien. Jetzt können wir hier auch mal gucken, aber da können wir wahrscheinlich nur den Kamerafeed ausmachen, ne? Aber das ist ja gar nicht so verkehrt, das machen wir jetzt mal. Und wir können die Luftreinigung da drüben aktivieren. Eventuell ist da Gas drin. Machen wir das doch mal. Dann können wir ja auch mal... Oh, habe ich jetzt nicht aufgepasst, ob es hier vorher giftig war oder nicht. Oh. Das ist jetzt Luftreinigung oder was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo ist das denn bitte hier Luftreinigung? Also entweder bin ich blöd oder hier ändert sich überhaupt nichts. Jetzt wieder an. Ach nee, ich... Doch. RW, da unten ist doch die Konsole, ne? Nicht da, wo es blinkt, sondern... Was können wir da machen? Das ist der Kamerafeed. Instabiles System. Was heißt denn das eigentlich? Da muss ich auch nochmal gerade gucken gehen. Da bin ich ja ein bisschen... Hä? Hat da vorher das Licht geflackert oder sowas? Können wir mal einer schreiben? Das habe ich, glaube ich, immer noch nicht ganz gecheckt, was diese inaktiven Systeme eigentlich immer sollen. Wahrscheinlich nichts, oder? So, wir machen die Luftreinigung an. Ach, guck mal an. Ne, jetzt ist doch wieder... Ja, schnell gucken, dass wir hier keine Batterie übersehen. Batterie, Batterie, Sensor einsammeln. Na, super. Sensor... Ey Mann, das ist doch eine Werkstatt. Wieso gibt's denn hier keine Batterie? Die mich verarschen. Ach so, ist ja gar nicht so groß. Gott sei Dank. Ach so, da müssen wir da rüber. Ach so, G.
Gehen wir erstmal hier links rum, oder? Um dann da nach rechts zu kommen, oder? Das ist die Alien-Logik. Du musst immer nach links gehen, um nach rechts zu kommen. So, ich glaube, da sollen wir reingehen, ne? Ist nichts. Könnten aber auch... Also ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, da durchzukriechen. Es sei denn, hier kommt gleich wieder so ein blöder... Blöder Cyborg. Drüben sehe ich wieder eine Kamera, okay. Ja, und das ist doch mal eine gescheite Taschenlampe, Amanda. Jetzt, komm schon. Der Aschenbecher ist ja auch sinnfrei, oder? Ich meine, wer stellt denn da einen Aschenbecher hin, so als ob du dich zum Rauchen hier hinstellst, damit du dann in deinem schönen aufgeräumten Regal abaschen kannst. Ah ja. Hauptsache, wir haben da mal einen Aschenbecher hingestellt, ne? Ah, hier, guck, hier, hier. Bauen wir die noch, oder? So. Kann ich wenigstens ein bisschen Schrott einsammeln. Dankeschön. Ladungspack. Level 3 stand da gerade, ne? Ionenflamme. Ba, 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 bam. Oh Gott, jetzt geht langsam... Taschenlampenbatterie. Ha! Jetzt geht langsam die Zeit los, wo wir dann auch mal hier wieder ein bisschen zurück müssen auf die anderen Teile des Schiffes, um vielleicht noch die eine oder andere Notiz zu finden. Dumm. Ja, sogar zwei Kameras hier. Ich will nochmal darüber gehen. Weil... Hier gibt's nämlich gar nichts. Nee, dann wollen wir wieder zurückgehen. Jetzt natürlich die Frage. Komm ich aber hier unten so durch. Keiner da, ne? Keiner da. Das finde ich. Oh scheiße, da komme ich jetzt aber. Warte, da müssen wir hier unten lang. So. Überall stehen ja diese blöden Schränke rum. Der Raum ist hier auch zu Ende. Das ist gut. Kann man keinen Androiden mehr hier antreffen. Mal ganz schnell Licht anmachen. Bringt nur nichts. Schade. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Bringt auch nichts. Auch schade. Na gut, dann halt nicht. Na, dann nicht. So, dann dürfen wir jetzt hier Ionenschneider benutzen. Ho. Oh, guck mal, wie er abgeht hier. Wie der abgeht. Alter. Ionenschneider ist es. Also, wenn ich mir einen Handplasmaschneider kaufen würde, würde ich diesen von Seaxon kaufen. Und zwar würde ich mich für das Modell Ionenschneider entscheiden. Noch nie haben sie so schnell Lüftungsschächte frei geschnitten wie sonst. Ne? Also, Seaxon Ionenschneider, das beste Produkt, auf das sie immer vertrauen können. So, jetzt mal hier ganz schnell hier. Ich will keinen. Warte. Komm, wir müssen mal ein bisschen im Dunkeln kriechen hier. Weil ich will jetzt mal echt super sparsam sein hier. Bitte verzeiht mir. Oh. Warte mal, jetzt habe ich es hier gerade total. Habe ich nicht gerade nach links geguckt, wo ich nach links gehen wollte? Wie ich mich hier die ganze Zeit selbst verarsche gerade, oder laufe ich jetzt zurück? Es kann sein, dass ich auch zurücklaufe, ne? Das wäre doof. Ah, ich mache das tatsächlich. So, hier wollen wir lang. Jetzt müssen wir hier links und dann geht's wieder raus. Dann geht's wieder raus und hier ist sogar Lee. Apollo hat eventuell gemerkt, dass ich da bin und hat sie jetzt alle hierher geholt, oder was?
gucken wir noch ein bisschen. Ja, komm, wir gucken noch mal ein bisschen. Oh, da sind ja schon zwei jetzt. Was muss ich denn hier jetzt machen? Ich muss da durch, ne? Ja, okay. Wird natürlich gerne mal da drüben rein, oder? Ja, komm, wir haben gespeichert. Ich Ich weiß auch nicht so genau. Ist hier ein Lüftungsschacht gewesen? Nee. Ja, da guckt er, ne? Klappe zu, Affe tot. Hallo? Sie sind nicht befugt, sich dort aufzuhalten. Ja, dann komm und hol mich. Warum sollte ich denn? Du kannst doch auch reinkommen und mich holen. Das ist doch dein Job. Ich mach doch nicht deinen Job, bin ich denn? Wer bin ich denn? Das ist halt kacke. Jetzt hocke ich hier. Scheiße. Sie sind nicht befugt, sich dort aufzuhalten. Ich geb dir gleich befugt, ey. So. Lämpchen ist auch wieder grün. Dann kann man es den anderen vielleicht auch gleich noch holen. Ich hätte ja schwören können, das sind zwei, ne? Da ist noch so ein rotes Licht und eigentlich wollte ich ja auch nochmal in den Raum hier rein. Was ist denn das hier eigentlich für ein Fahrzeug? Das haben wir so, glaube ich. Die Ketten sehen ja sehr organisch aus, oder? Also das muss man jetzt mal sagen. Also da haben die sich ja echt Mühe gegeben. Was soll denn das sein? Ist einfach nur irgendein kleines Fahrzeug, womit ich schneller bin. Keine Ahnung. Das ist irgendein kleines Fluggerät, womit ich schneller bin. Ob ich damit fliegen wollte, wüsste ich ja nicht. Sieht aus wie so... wie so eine Weiterentwicklung eines Gyrokopters oder so, ne? So, wie komme ich denn jetzt? Wo wollte ich hin? Ja, ich wollte hier drüben. Da wollte ich hoch. Gut, da haben wir noch nicht alles. Das heißt, ich komme nicht rein. Okay. Gerät unzureichend, sagt er. Na ja, komm, dann drücken wir jetzt noch alle Knöpfe und dann werden wir nochmal speichern gehen und dann war es das leider schon wieder für heute. Die Zeit rennt immer so. Ist heute gar nicht so viel passiert. Aber so ist es nun mal manchmal. So, wo war jetzt noch eins? Hier war noch eins. Das haben wir schon. Haben wir jetzt alle? Ich probier's mal. Nee, hatten wir noch nicht. Oh Mann, am Anfang haben die immer noch mal Musik ausgespuckt. Warum denn jetzt nicht mehr?
So, grün. Da hinten grün. Hier ist nichts mehr. Wo ist denn das letzte? Das ist auch grün. Hier ist nichts. Toolshop, gehen wir mal hier rein. Geht nicht. Ach Leute, wo ist es? Kommt schon, das muss man jetzt doch fertig machen. Natürlich klar, Facility Management, komme ich nicht rein. Und hier komme ich auch nicht rein mit meinem unzureichenden Gerät. Strom wiederherstellen. Vielleicht können wir das anhand einiger Kabel erkennen? Nee. Hä, wo ist denn jetzt das letzte Ding? Nehmen wir an, alle, die grün war, die habe ich doch schon gedrückt, ne? Ich gehe jetzt aber zu dem da oben. Oder wir gucken mal, was die Karte sagt. Okay. Okay, irgendwo hier. Das habe ich doch, oder nicht? Nee. Warum ist denn das grün, ey? Boah. Ist schon ein bisschen Verarschung, oder? Jetzt mal ehrlich. Muss man jetzt schon mal so ganz klar sagen, ne? So, jetzt geht ja auch der Strom an, ne? Power Level 1 und Power Level 2 und Power Level 3. So. Ach, guck, da hockt er. Da sitzt noch einer. Ja, immerhin ist das Auto jetzt in der Luft. Das war ja auch der Plan, ne? Und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben das Auto angehoben. So wollten wir das machen. Ach so. Hahaha. Ha. Aber was wir in diesem Loch finden... Oh, Moment mal, warum ist denn der... Ach nee, das... Hä, war das der tote Android? Ich verarsche mich heute hier immer nur selber. Muss ich jetzt gerade nochmal überprüfen. Das sah so aus, als steht. Da sitzt da einer, ne? Ich mich jetzt echt selber so verarscht. Ja, Tatsache. Ah, geil. Aber wie ich drauf gekommen bin, dass hier zwei Androiden sind, das weiß ich auch nicht mehr. Muss ich mal im Video gucken. Also ich war der Meinung, hier laufen zwei rum. Aber nun gut. So. Ja, war ein bisschen ruhiger heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich hoffe, meine Stimme ist zu hören. Und ja, weiter geht's dann wohl. Was haben wir heute? Freitag. Dann geht's am Sonntag weiter. Und ja, ne? Oh. Schreibt mir doch was, wenn ihr möchtet, zu dem Video, obwohl ich, ja, ich weiß, heute gibt es nicht so viel zu erzählen. Ansonsten, wie immer, natürlich einen wunderschönen Tag von mir oder einen guten Abend oder eine gute Nacht, ne? Je nachdem, wann ihr guckt. Und ja, macht's gut. Das war's dann also von mir. Bye, bye, euer Langster.